ist das? Da müsste ich jetzt eigentlich alles haben. So, einmal alles abgeräumt und wieder einmal alles neu aufgeräumt. Und zwar mit Variation Nummer 2, dem elektrischen Entsafter. Jetzt müssen wir noch die Äpfel eben wiegen, dass ich auch wieder genau 10 Kilo habe. Vorab fällt mir noch was ein. Ich habe hier mal was ausgedruckt. Und zwar gab es unter dem Streuobst-Video nämlich ein paar nette Zuschauer, die mich auf was hingewiesen haben, was mir, ja ehrlich gesagt, nicht so richtig bewusst war. Und zwar geht es darum, dass zum Beispiel der Christian mir geschrieben hat, zu dieser Entsafter-Geschichte hier, dass durch die hohe Geschwindigkeit der Zentrifugalkraft Enzyme und Vitamine zerstört werden. Mir war es so nicht bewusst. Ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt, ob das so stimmt. Ich glaube dir das jetzt da auch, Christian. Manche von euch wissen es vielleicht auch, denn auch andere haben sowas in der Art geschrieben. Was mich dann so ein bisschen wundert, ist natürlich, dass die Industrie solche Dinge auf den Markt schmeißt und wir das Teil hier schon seit Jahren haben. Nicht jetzt nur, um hier Apfelsaft herzustellen, sondern auch mal so am Wochenende halt mal einen frischen Saft zu machen. Also da knallen wir mal einen Apfel rein, eine Apfelsine, eine Kiwi, alles Mögliche eigentlich. Und das Ding macht seinen Job gut. Wir sind bis jetzt damit zufrieden gewesen. Ich muss das nochmal googeln. Der Christian hat sogar einen Link damit beigepackt, wo man das Ganze auch nachlesen kann. Auch hat er da geschrieben, dass... Also die beste Saftqualität erhält man durch eine Saftpresse. Das habe ich ja im Vorfeld gemacht. So würde ich es auch weiterhin machen, wenn ich so eine Masse an Äpfel habe. Und dass durch die Extraktion des Saftes aus den Fasern ist meistens nicht so vollständig, wie sie nach der technischen Vermögen möglich ist, sodass Oxidation und Hitze, die entstehen, den Saft in kurzer Zeit verderben lassen. Ist mir jetzt so auch nicht bewusst gewesen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob das dann auch gilt, wenn ich den Saft nach dem Entsaften in einem Gerät hier packe, wo ich das Ganze auf 87 Grad sind es, glaube ich, 85 bis 90, erhitze und dann in Flaschen abfülle. Ist das denn dann auch schnell verderblich? Wer weiß es? Bitte unten in die Kommentare. Wie gesagt, ansonsten Massensaft mache ich jetzt eigentlich mit dieser manuellen Presse. Aber trotzdem will ich ja wissen, wie die Ausbeute jetzt gleich ist. Ja, schönen Dank für die vielen Hinweise unter dem anderen Video. Stehen auch noch ein anderer bei. Was ist das hier? Da ist kein Name bei. Noch besser ist ein Slow Juicer, denn der enthält eine Presswalze. Dadurch, dass es langsam gepresst wird, bleiben alle Vitalstoffe erhalten. Beim Zentrifugalentsafter gehen durch die große Sauerstoffverwirbelung wertvolle Enzyme kaputt. Ja, auch dir danke für den Hinweis. Slow Juicer habe ich mir mal angeguckt, so ein kleines Video bei YouTube, wo auch sonst, sah mir sehr langsam aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das dann dauern soll, wenn man da so 30, 40, 50 Kilo Äpfel durchjagt. Aber mit der Handpresse klappt es ja auch. Was müssen wir tun? Erstmal die Äpfel abwiegen. Ja, dazu meine Waage wieder und auch hier packe ich mir jetzt mal welche hier rein. So. Ich soll nicht mit der Hand so viel machen, ich sollte die andere Hand nehmen. So. Ich hoffe, das sind jetzt noch 10 Kilo. Sollte ausreichen, wenn nicht, habe ich ein Problem. Zack, ich nulle mal und hebe mal hoch. 5,5 haben wir jetzt. 5,5. Noch ein paar drauf. So, 0. 6,4. 6,4 Kilo. Dann runter mit euch. Dann brauchen wir noch 3,6. Im Korb. Wiegen wir auch mal eben. So, der Korb hat 250 Gramm. Also 3,6 hatten wir. Nullen. 6,4 hatten wir. Wie viel hatten wir? 6,5. Ich teste noch mal eben lieber. So, einmal Nullen. 6,6. Also noch 3,4. 3,4.
Dafür haben wir hier 1,9 und noch ein paar dazu. Die sind so schön dick, die sind ganz schön schwer, die Teile. Aber jetzt 3,0. 1, 2, 3, einmal Nullen. 3,45 ist okay, ein paar sind noch über. Also, dann haben wir jetzt hier auch 10 Kilo. Den und den. Ja, und jetzt geht es erstmal wieder ein bisschen los an die Schnibbelei. Das tue ich mal zur Seite, damit ich die nicht noch dazu tue. Hier einmal die Qualität des Apfels kontrollieren. Ausgezeichnet. So lecker. Ich würde am liebsten sofort wieder zur Wiese fahren. Meine Frau würde mich umbringen. Was wir denn zurzeit an Äpfel verarbeiten. Wahnsinn. So, und der letzte Apfel. Ja, die Schnibbelei, das ist eigentlich somit der meiste Aufwand, muss ich sagen. Aber die Äpfel sehen echt gut aus. Fast nichts rausgeschnitten, wir vergleichen mal. Ja, was meint ihr? Bisschen mehr als bei den anderen, ne? Vielleicht ein halber Apfel. Ja, ich denke, dass wir das dann auch so lassen. Der andere war vielleicht ein Viertelapfel, das ist ein halber. Ich mache noch ein Viertel dazu oder einen ganz kleinen. Mal eben schauen. Nehmen wir mal hiervon einfach die Hälfte. So. Da ist auch noch ein bisschen was Braunes dran. So, dann gibt es da noch mal so ein kleines Viertel dazu. Und dann passt das wieder. Zack. Zack. So, jetzt kann es losgehen mit der elektrischen Saftpresse hier. Presse ist ja gar keine Presse. Es zentrifugiert ja, ne? Ja, zu dem Gerät kann ich euch auch noch ein bisschen was sagen, wie das Ganze funktioniert. Also vorab kein Werbefilm, auch wenn die ganzen Geräte hier stehen. Ich mache hier jetzt nicht so eine Werbezeichnung hin, ich kriege dafür nichts bezahlt. Die Dinger habe ich mir selber gekauft, also es ist keine Werbung für die Geräte. Hier kann man das Teil hier öffnen, dann kann man den Deckel abnehmen. Was mir hier sehr gut gefällt oder uns damals gut gefallen hat, ist die große Öffnung, denn da passen dann die Apfelstücke direkt so durch. Braucht man nicht so klein schneiden. Das ist dann hier der Saftauffangring, der das Ganze dann befördert in den Behälter hier. Und dieses Teil hier oben drauf, das mache ich mal ab, das ist quasi das Messer, also hier durch fallen die Apfelstücke oder fallen da drauf, da muss man das Ganze noch ein bisschen drücken, meistens geht es auch schon so, werden vom Messer hier zerfetzt und durch die hohen Drehkräfte dann geht der Saft hier nach außen gepresst und das feste Material fällt dann hier in diesen Tresterbehälter. Und das hatte ich ja schon erwähnt, der ist relativ klein. Für so ein Sonntagsfrühstück für 4 Personen mal so Saft machen, ist das okay. Aber bei so einer Masse, die man hier macht, ist er einfach zu klein. Es gibt bestimmt auch noch Geräte, wo man das dann hinten rauswerfen lassen kann, was dann besser geeignet wäre. Aber wie wir ja gehört haben oder wie einige Zuschauer schon gesagt haben, ist das ja eigentlich gar nicht so gut geeignet, da jetzt Massensaft mit zu produzieren. So, dann kommt das Ganze wieder zusammengebaut. Das da wieder drauf. Den auch. Und dann kann es losgehen mit der Presserei. Zerfetzerei. Jetzt gibt es bei dem Teil noch 2 Stufen. Man sagt, wenn es jetzt sehr, sehr harte Frucht ist oder sowas, dann geht man auf die 2, also dann ist die Umdrehung noch ein bisschen höher. Bei den Äpfeln hier, ja, das sind jetzt nicht diese grünen, bitteren oder säuerlichen, harten Äpfel, sondern mehr so relativ weiche Äpfel. Also da machen wir es mal mit Stufe 1 und jetzt wird es etwas lauter.
zeige euch mal kurz zwischendurch, was jetzt schon auffällt. Und das ist natürlich auch gegenüber der Handpresse jetzt negativ. Denn, ich mache mal hier einen Becher drunter. So, ihr könnt das vielleicht schon gut erkennen. Da unten entsteht jetzt so langsam der Saft, der setzt sich ab. Und obendrauf eine Menge Schaum. Und das liegt definitiv an diesen Fliehkräften. Denn das ist ja das, dass der Sauerstoff dazu gesetzt wird und der Apfel da richtig durch die Gegend geschleudert wird. Und das ist auch das, worauf man jetzt gleich warten muss, wenn das Ganze bis oben befüllt ist, dass man erst das Ganze so ein bisschen absacken lässt, um das umzufüllen. Naja, machen wir mal weiter. Und ich gehe, glaube ich, auch doch auf Stufe 2, denn Stufe 1 hörte sich gerade so ein bisschen gequält an. So, ja, der erste Behälter ist voll, nicht nur mit Saft, sondern auch mit Schaum. Habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Hier seht ihr es nochmal gut. Da ungefähr ist jetzt die Kante, das wird sich jetzt gleich noch ein bisschen absetzen. Man kann das jetzt schon umfüllen, denn der Deckel hier oben drauf, den zeige ich euch auch mal eben, der hat hier so einen Ausgussstopp für den Schaum mit nur einer ganz kleinen Kante, wo dann der Saft durchgeht. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich warte trotzdem lieber eben noch ein bisschen. Und ich habe das so auch in den anderen Tagen immer so gemacht, dass ich da teilweise schon den Schaum vorab mit so einem kleinen Sieb hier schon mal ein bisschen runtergenommen habe, damit nicht so viel da nachher mit reingeht und bei der Flaschenabfüllung nachher mit in den Flaschen ist. Denn da möchte ich lieber ja nur den reinen Saft drin haben, denn bei dem Schaum habe ich auch den Verdacht, dass der dann nachher auch anfangen kann, oben am Flaschenrand ja zu schimmeln oder zu gammeln. Und das möchte ich ja vermeiden. Deswegen so wenig Schaum wie möglich. Vorteil natürlich bei der Abfüllung mit diesem Behälter hier. Das ist so ein Einkochautomat. Da habe ich so einen hier, der so einen Ausguss da dran hat. Und das ist ganz schön, denn der Ausguss ist so 1,5 cm vom Boden hoch. Und wenn jetzt oben der Schaum entsteht, in dem Gefäß, dann kann ich nachher, wenn ich den Hahn aufmache, aber trotzdem sicher sein, dass da nur der Saft rauskommt und nicht der Schaum, der oben drauf schwimmt. Das ist ganz klasse mit diesem Teil hier. Sonst habe ich das immer mit einem Kochtopf gemacht auf der Herdplatte und dann halt mit einem Becherchen umgefüllt. Da war immer so ein bisschen Schaumrückstände mit drin. Nicht, dass der Schaum nicht auch lecker ist, aber halt nicht haltbar, ne? So, du bleibst mal hier. Ja, ihr seht, es steht so langsam ab. So. Jetzt geht's los und es kommt hier in den Behälter rein. Ich mache das jetzt mal, dass ich vorab, wie ich gesagt habe, auch ein bisschen Schaum runternehme. Den tue ich jetzt mal hier in den Eimer rein. Ist richtig schon dick hier, ihr seht, richtig feste Masse. Auch in dem Schaum ist sicherlich noch ein bisschen Flüssigkeit enthalten. Hier, man sieht es, ganz bisschen tropft es. Aber es soll ja so real sein, dass man das jetzt genauso macht, wie man es immer machen würde. Und da nehme ich den Schaum halt so runter. So, jetzt fülle ich das Ganze hier rein. Mit dem Deckel natürlich, dass der Schaum noch ein bisschen zurückgehalten wird. So, durch Sieb 1 und durch Sieb 2. Ja, das kommt jetzt ziemlich klar da raus. Ah, das sieht schon richtig lecker aus. So, aufpassen, wenn der Schaum mitkommt, dann höre ich auf. Noch geht's. Jetzt fängt langsam an, das kleine Sieb zuzusitzen. Deswegen nutze ich auch immer zwei Siebe. Das hier ist noch ein bisschen feiner als das untere. Und ja, ich denke, schade um den Saft, der noch drin ist. Man könnte es noch abtropfen lassen. Aber das ist das jetzt halt mit dem Zeitaufwand, ne? Da muss man jetzt warten, bis der Schaum abgestanden ist, der Saft da unten. Dann hier beim Umfüllen muss man abwarten. So, es tropft hier auch fast gar nicht mehr. Den Rest im Eimer. So, Siebe runter. Und mit der ersten Geschichte haben wir jetzt schon, wo ist die Literzahl, da drüben, ja, fast ein Liter. Ich bin gespannt. Wie viel gilt es zu schlagen? 6,4 oder sowas, glaube ich, ne? So, den Rest, der hier drin ist, der ist auch schon wieder ein bisschen abgestanden hier. Das heißt, ich könnte noch mal versuchen, ein bisschen was zu machen.
Ja, ist zu viel Brett mit drin, das funktioniert nicht. So, alles weg. Und der Rest hier geht auch in den Eimer. So, den zur Seite und weiter geht's. Jetzt kann ich das natürlich am besten mal ausspülen, das mache ich auch mal eben. Denn dann habe ich gleich weniger Schaum beim zweiten Mal. So. Auch in den Eimer. Zack. Und weiter geht's. Jetzt kommt noch dazu, dass bei der Maschine hier ja dieser Tresta-Behälter ist. Normalerweise schafft er so ungefähr 1,5 bis 2 von diesen Behältern hier. Und dann ist er hier langsam voll. Der hat hier so ein Sichtfenster. Und da kann man dann erkennen, wie voll der Tresta ist. Wir schauen mal rein. So, einmal da öffnen. Das Teil hier runter. Und dann könnt ihr das schon gut erkennen hier. Das ist der Rest, der übrig bleibt. Das ist schon matschiger. Also einer hat ja auch in den Kommentaren geschrieben, ich glaube auch unter dem Streuobstvideo, dass man das jetzt ja eigentlich nehmen könnte und nochmal in die manuelle Presse und dann nochmal entsaften. Ja, ich glaube, also es könnte bestimmt funktionieren, aber es ist wirklich so eine Matsche, da habe ich Angst, dass sich das wahrscheinlich auch durch das Netz quetschen wird, weil es halt so klein gemacht ist. Also das tue ich jetzt schon mal raus. Er hätte jetzt noch nicht leer gemacht werden müssen. Eine Fuge hätte er noch geschafft, aber so alle 1,5 bis 2 muss er leer gemacht werden. So, das Ganze kommt jetzt hier auch in den Eimer mit rein. Und später kommt das dann bei mir auf den Komposthaufen. Immer schön ein bisschen vermischt mit Erde. Also nicht jetzt die ganzen Wochenende oder wenn man dann den ganzen Apfelsaft gemacht hat, das ganze Zeug auf einmal da rein. Das ist dann zu viel Matsche auf einmal. Also da sollte so ein Kompost immer eine gute Mischung haben, dass der nicht zu Matsche und nicht zu trocken ist. So, das Ganze wieder zusammengebaut. Dieses Sieb hier hält auch, ja, so 3, 4 Durchgänge. Dann sollte man auch hier zugucken, dass man hier die Löcher einmal anguckt, ob die dicht sitzen, denn sonst geht ja da auch wieder viel verloren. So, den da drauf, den Ring wieder drauf. Ihr seht schon, das ist eine Menge Bastelei, weil das Gerät halt nicht so groß ist. Es ist ja auch nicht so für industriell ausgelegt. Ne? Und Ohren zu halten, weiter geht's. Leider ist jetzt noch nicht der Saftbehälter voll, aber der Tresta-Behälter ist wieder mal voll. Also alles wieder auseinanderbauen. Es geht relativ fix. So, da sieht man es auch gut. Da ist das Schaufenster, ist ein bisschen vollgespritzt, aber ist kurz vor Anschlag. Weg damit. Und wieder zusammenbauen. Wo wir es jetzt gerade schon auseinander hatten, oder den einmal gestoppt haben, können wir auch gleich den Saft umfüllen. Halt, das Messer. Ohne Messer geht es natürlich nicht. Ne? So. Den Schaum mal ein bisschen runternehmen. Denn ich glaube, dass wir die ersten 2 Liter jetzt gleich schon erreicht haben. Bin echt gespannt, Leute,
Ich weiß nicht, wie viele Liter hatte ich beim ersten Mal? Ich muss das selber nachher im Video gucken. Ich glaube, ich hatte 2 mal 2 Liter und 500 Milliliter, 600 Milliliter. Ihr wisst es schon, ich noch nicht. Ich habe das Video noch nicht geschnitten. So. Halt, Deckel drauf. Oh, bei 2 Liter machen wir Stopp. Wo ist die Literangabe? 1,8. Da drüben. 2. Also ein bisschen kann er noch. So. Das sind die ersten 2 Liter. Na, reicht's noch? Ja. Komm, ein paar Tröpfchen noch. So. Ja, das sind die ersten 2 Liter. Erster Behälter hier voll. Ich fülle das mal schon mal um. Zack. Er ist jetzt noch nicht angeschaltet, den schalte ich später an. So, und dann den nochmal ausspülen. Die Wespen kommen auch schon wieder. Die wissen, was gut ist. Deckel drauf. Tresterbehälter haben wir sauber gemacht. Also kann es wieder Gas geben. So, einmal werde ich wohl noch diesen Tresterbehälter hier leeren müssen. Das reicht nicht mehr ganz. Mal schauen, wie voll er ist. Oh ja, fast bis oben hin. So, keinen Tropfen verkommen lassen. Das Messer runter. Und auch hier seht ihr richtig bis zum Anschlag und ja, sehr matschig. Also da ist bestimmt noch was drin. Aber mal abschätzen, was gleich zusammenkommt. Ich weiß es noch nicht genau. 4 Liter. Bin echt gespannt. So. Ganz andere Konsistenz als das vom Pressen. Das ist viel trockener gewesen als das hier. Aber es kann natürlich auch sein, weil es so aufschäumt, ne, durch die Fliehkräfte. So, das ist schon richtig so ein Brei. So. Messer wieder rein. Das geht noch. Ein Ring drauf. Ja, und bei der manuellen muss man ja auch das Netz jedes Mal sauber machen. Da muss man ja auch alles wieder auseinander kurbeln, auseinandernehmen und eben reinigen. Ne? Also ich weiß nicht, ob sich da zeitlich jetzt so viel tut. Aber wie ihr ja schon geschrieben habt, von der Gesundheit her wird das andere wohl besser sein. Auf in den letzten. Muss ich erst ein bisschen Schaum runternehmen, reicht nicht mehr ganz.
Sicherheit schon ein bisschen was um. Nicht, dass es gleich immer noch nicht reicht. Es wird, glaube ich, knapp. Packe voll das Teil. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal einen Zwischenschritt machen. Da nehme ich gleich den Schaum von oben runter. Hier füllen wir jetzt nochmal auf. Könnte knapp werden mit dem Ergebnis. So. Das zweite Mal 2 Liter, also 4 Liter. Und der Rest. Ich glaube, dass es sehr knapp wird, Leute. Die ist noch sehr gut. So, das war es jetzt gleich. Jetzt setzt sich das Netz schon wieder zu, hier das Sieb, das erste. Und die Wespe kommt auch schon wieder zum Naschen. Ein letzter Rest. Ah, da ist nichts mehr drin, das ist nur noch Schaum. Ganz bisschen vielleicht noch. Nee, das ist nur noch Krött und Schaum. So, und wir haben... Ja, was soll ich sagen? 550 bis 600. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung. Ihr wisst es wahrscheinlich, ich spule jetzt mal zurück und guck mal nach. Habe ich 4,6 Liter Apfelsaft herausbekommen. Und ich glaube, dass sie beide sich nichts tun. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich hatte den Verdacht, dass da mehr bei rumkommt. Und wenn ich jetzt noch weiß, dass es im Endeffekt auch noch nicht unbedingt gesünder ist, ist es natürlich sinnvoller, wenn ich in Zukunft das mit der Handpresse mache. Ja, war eine schöne Erfahrung jetzt für mich. Endlich habe ich das Thema auch mal durch. Was ist... ergiebiger, und ihr seid jetzt auch ein bisschen schlauer und könnt für euch selber entscheiden, wie ihr das mit euren Äpfeln so macht. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und fleißig unten in die Kommentare reinschreiben, was eure Meinung da so zu ist. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.